Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Game 2, der Show, in der wir eine Rückkehr feiern, auf die Fans seit Jahren warten. Oh, Link! Danke. Oh. Ja, er ist zurück in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Es gibt aber auch noch andere Themen, zum Beispiel Darkest Dungeon 2, der Nachfolger eines der erbarmungslosesten Roguelikes ever. Ja, okay. Oder Redfall, ein Spiel, das auch existiert. Zelda, jetzt! In dem Teil, wo Link diese große Kugel dreht, sieht man im Hintergrund auch so kleine grüne Kugeln, die in so einer Kuppel drin sind. Moin. Die sehen so ein bisschen aus wie was die, die in der Wasserblase waren. Vielleicht nutzen wir die Zelda-Trailer-Analyse. Das wäre schon nice, wenn man das mit den Wasserblasen immer und überall machen könnte. Ja, weil wenn man die immer aus so einem Kaugummi-Automaten holen muss, ist das auch doof, oder? Ja, vielleicht kann man das nur in bestimmten... Nee, die Wasserblasen haben nichts mit den Automaten zu tun. Aus den Automaten holst du Sonai-Bauteile zum Bauen. Ja, Sonai-Bauteile. Okay. Holen wir erstmal einen Kabel. Außerdem erkennt man wieder den Sonai-Stein. Moment mal. Was, Trant? Ich wollte erst mal einen Kaffee trinken, Mann. Hinsetzen. Seid ihr bescheuert? Was soll denn das hier? Pressekonferenz. Wir stellen Fragen zu Tears of the Kingdom und Sie antworten. Kuro, du musst mich nicht siezen. Wir kennen uns schon seit Jahren. Und außerdem kann ich euch das doch auch... Sprechen Sie bitte ins Mikrofon. Wir verstehen Sie sonst nicht. Okay, wer will was wissen? Esther? Frau Kerkhoff, bitte. Die graue Person im finalen Trailer bei Timecode 141, ist sie ein Sonai? Ach, ihr kennt die Sonai schon? Ja, natürlich. Sie beantworten die Frage nicht. Ist die Person ein Sonai? Ja, sie ist ein Sonai. Es gibt richtige Zelda-Fans, die Breath of the Wild restlos aufgesaugt haben, die noch jedes Detail über dessen Story und Figuren wissen und die sich ellenlange Trailer-Analysen zu Tears of the Kingdom reingezogen haben. Und dann gibt's normale Zelda-Fans, so wie mich. Das 2017 erschienene Breath of the Wild war für mich ein brillantes Spiel, das mich durch seinen Ideenreichtum, seine Vielseitigkeit und durch seine enorm spielerischen Freiheiten komplett begeisterte. Und das mir sogar die verloren gegangene Freude an Open-World-Spielen zurückbrachte. Ich hatte jedenfalls so viel Spaß daran, dass ich es nicht nur genussvoll durchgespielt, sondern auch alle 120 der optionalen Schreine gelöst hatte. Aber gleichzeitig bin ich auch nicht so tief drin in diesem Universum, als dass ich jedes Infofitzelchen zu Tears of the Kingdom hätte einordnen können. Während richtige Fans allein schon durch die Trailer wussten, dass wir nun wahrscheinlich mehr über die untergegangene Kultur der Sonai erfahren werden, hatte ich noch nie was von Sonai gehört. Ist mir wohl komplett entfallen, dass es schon vorher einen Ort namens Sonai Ruins gab. Ziemlich blasphemisch, ich weiß, aber ich will dennoch mein Bestes tun, das neue The Legend of Zelda Tears of the Kingdom so zu besprechen, dass auch richtige Fans ihre Fragen beantwortet bekommen. Die Geschichte schließt direkt an die Ereignisse von Breath of the Wild an. Nachdem die sogenannte Verheerung versiegelt wurde, erkunden Link und Prinzessin Zelda ein Gewölbe unter Schloss Hyrule. Dabei stoßen sie auf eine Mumie, die von einer magischen Hand niedergehalten wird. Die jedoch bald ihre Kraft verliert, herunterfällt und so der Mumie ermöglicht, zu neuem Leben zu erwachen. Das von der Mumie ausströmende Miasma zerstört nicht nur Links Masterschwert, sondern hebt auch noch Schloss Hyrule in die Höhe und besudelt große Teile des Landes. Und zu allem Unglück stürzt Zelda dabei in die Tiefe und löst sich scheinbar in Luft auf. Seiner Lebenskraft und seiner mächtigsten Waffe beraubt, muss Link nun Zelda wiederfinden und natürlich auch das Land Hyrule vom wiedererwachten sogenannten Dämonenkönig befreien. Ein Land, das durch diesen Kataklysmus stark verändert wurde. Zum einen schweben nun große Landmassen und Ruinen im Himmel und zum anderen haben sich Abgründe aufgetan, die Zugang zu einer riesigen Unterwelt gewähren. Hyrule hat also, zusätzlich zur normalen Oberfläche, zwei weitere Ebenen erhalten, die jetzt erkundet werden wollen. Und für diese große Aufgabe erhält Link Unterstützung von den Sonai, beziehungsweise Sonau, wie sie in der deutschen Version genannt werden. Denn Links rechter Arm, der von Miasma zerfressen war, wurde durch einen mächtigen Zauberarm ersetzt. Es ist der Arm des Sonau-Königs, der sich in Form eines Geistes offenbart und Link auf seine Aufgabe vorbereitet. Die Propheten lagen richtig. Das ist eine krasse Info für euch, was? Ja, für sie nicht. Doch, doch, natürlich. Stichwort neue Fähigkeiten. Einige von uns stehen dieser neuen Bastelfunktion skeptisch gegenüber. Vor allem unkreative Menschen befürchten, dass sie zum Basteln gezwungen werden. Können Sie diese Sorgen zerstreuen? Lassen Sie mich erst kurz einen Schluck Wasser trinken.
Ja. Die vier neuen Magiefähigkeiten, die auch normalen Zelda-Fans mittlerweile bekannt sein dürften, bilden einen großen Teil des Spielfundaments. Mit dem Deckensprung schlüpft ihr durch über euch liegende Plattformen oder gar massive Erdschichten, sofern sie nicht zu hoch liegen. Mit der Zeitumkehr schickt ihr bewegliche Objekte dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Die Synthese dient dazu, Gegenstände in der Umgebung oder aus eurem Inventar mit Schild und Schlagwaffe zu verschmelzen. Und die Ultra Hand erlaubt euch nicht nur, Dinge telekinetisch zu bewegen, sondern sie auch zu komplexeren Gebilden und Geräten zusammenzukleben. Was euch unglaublich viele Möglichkeiten im Kampf, bei der Fortbewegung und dem Lösen von Rätseln gibt. Zur Ultra Hand muss man sagen, nicht jeder feiert dieses Feature. Manche Leute haben wohl etwas Angst vor zu viel Freiheit. Und diesen Leuten will ich Entwarnung geben. Ja, ihr stoßt beim Erkunden der Welt oft auf Bauteile, die ihr mit energiebetriebenen Sonau-Parts beispielsweise zu Luft- oder Landfahrzeugen zusammensetzen könnt. Aber die Betonung liegt auf könnt. Ihr müsst nicht. Wer möchte, kann die Bastelei in der offenen Welt komplett ignorieren und auf klassische Methoden vertrauen. Und wenn das Spiel den Einsatz der Ultra Hand erfordert, dann handelt es sich meist um speziell designte Rätselaufgaben, die ihr auch als solche begreifen solltet. Und die fühlen sich nicht nur frisch und belohnend an, sondern sind auch so übersichtlich gestaltet, dass sich niemand überfordert fühlen wird. In erster Linie meine ich damit kleine Nebenaufgaben, wie diese, wo ich einen Goron mittels Raketenwagen über zerstörte Gleise katapultieren muss. Vor allem meine ich aber die Rätsel- und Geschicklichkeitspassagen in den optionalen Schreinen und den großen Tempeln der Hauptquest. Es gibt wieder Rätselschreine? Ja, klar. Und Tempel? Ja, es ist ein Zelda. Was habt ihr denn erwartet? Naja, zu den Schreinen gab es seitens Nintendo bisher noch keine offizielle Bestätigung. Und in Breath of the Wild waren das ja auch Titanen und keine Tempel. Ja, aber das waren ja auch irgendwie Tempel, halt nur in beweglich und in Tierform. Das ist nicht dasselbe. Ich habe das Gefühl, dass sie der Sache nicht den nötigen Respekt entgegenbringen. Entschuldigung. Okay, also wenn wir schon dabei sind, ja, es gibt wieder zahlreiche optionale Schreine, in denen ihr unterschiedlichste, sehr erfrischende Aufgaben löst. Meist mit Hilfe eurer Magiefähigkeiten. Schreine zu lösen ist absolut sinnvoll, denn sie belohnen euch mit Segenslichtern, die ihr zur Erweiterung von Lebenskraft und Ausdauer benötigt. Aber auch das bloße Aktivieren eines Schreins ist ratsam, denn dadurch dienen sie dann als Teleportpunkte, die in Anbetracht der Größe dieser Welt natürlich extrem komfortabel sind. Und die vier großen Tempel bilden dann sozusagen die Abenteuerhöhepunkte. In bester Zelda-Tradition schickt euch die Hauptquest zu den verschiedenen Völkern Hyrules, wie die Goronen oder die Zoras, die alle mit einem vom Dämonenkönig verursachten Problem zu kämpfen haben. Die Wurzel des Problems sitzt dann in den zugehörigen Tempeln und die fordern dann in noch größerem Umfang eure Knobelpower, Beobachtungsgabe und Kampffertigkeit. Der Weg zu einem dieser Tempel und dessen Bewältigung wird euch im Schnitt locker 1 bis 2 Stunden auf Trab halten und bestens unterhalten. Aber ich wollte eigentlich noch was Wichtiges zur Synthesefähigkeit sagen, hätte Esther... Frau Kerkhoff, bitte. Frau Kerkhoff nicht mit den Rätselschreinen dazwischen gequakt. Denn die Synthese ist viel relevanter, als ich erwartet hätte. Wie bei Breath of the Wild haben eure Waffen wieder nur eine begrenzte Haltbarkeit. Und in Verbindung mit dem begrenzten Waffeninventar, das sich nur langsam durch Krogsamen erweitern lässt, klingt dieser Haltbarkeitsaspekt immer noch nach einem Problem. Die Synthese mildert dieses Problem aber nun ganz gravierend. Denn nun kombiniert ihr die rostigen Gammelwaffen, die ihr alle naselang findet, mit mächtigen Edelsteinen oder Körperteilen von Feinden. Und für diese Teile gibt es keine Inventarbeschränkung. Ihr könnt also haufenweise spannenden Synthesekrempel mit euch herumtragen. Im Klartext heißt das, ihr müsst euch nicht mehr so sehr ärgern, wenn euch eine tolle, seltene Waffe kaputt geht, die ihr wahrscheinlich nie wieder finden werdet. Stattdessen baut ihr euch einfach einen neuen Superprügel und weiter geht's. Klasse. Das klingt ja schon ganz toll, vor allem die Sache mit der Waffensynthese. Aber Herr Trant, was ist mit den alten Magiefähigkeiten aus dem Vorgänger? Ah, Sie meinen Stasis, Kryo, Magnet und Bombe? Korrekt. Die gibt's nicht mehr. Es gibt keine Bomben mehr? Alter, komm mal wieder runter, es gibt noch Bomben! Oh. Zugegeben, das Bombenmodul war ja ganz cool mit seinem endlosen Bombenvorrat. Aber wie gesagt, Bomben gibt's ja immer noch. Nur diesmal in Form von Donnerblumen.
Die kann man sogar, wie zig andere Sachen auch, an einen Pfeil kleben. Als Nachteil könnte man es sehen, dass diese Donnerblumen nun Verbrauchsgegenstände sind und man sie immer wieder suchen muss. Aber ich für meinen Teil finde das ganz gut, schließlich sind die Dinger auch sehr mächtig. Generell ist es absolut logisch, dass die alten Fähigkeiten nicht mehr mit an Bord sind. Deren Einsatzzwecke wurden im Vorgänger bereits ausgereizt und zudem hätten sie das neue Abenteuer nur unnötig verkompliziert. Also alles cool. Worüber wir jetzt noch relativ wenig wissen, sind die Untergründe und die Himmelskarte. Wie fügen sich diese Areale ins Spiel ein und wie kommt man zum Beispiel in den Himmel? Das kann ich Ihnen gerne demonstrieren. Wie Sie sehen, gibt es sogenannte Kartografietürme, die in erster Linie dazu dienen, die Karte aufzudecken. Allerdings wird Link zu diesem Zweck auch hoch in die Luft katapultiert. Und wenn man schon mal in der Luft ist, kann man auch ganz spontan umliegende Himmelsinseln ansteuern. Was macht ihr hier? Ist das Fortnite? Au! Die Himmelsinseln könnt ihr als zusätzliche Ebene begreifen, die für Nebenquests besucht werden muss, die ihr aber auch frei erkunden könnt. Hier finden sich nicht nur weitere Schreine, sondern auch exklusive Feinde und Objekte. Durch die großen Abstände ergeben sich neue Rätselmechaniken und auch Einsatzzwecke für die Bastelfunktion. Ich für meinen Teil finde es aufregend und befriedigend, wenn ich durch die kreative Nutzung der eigenen Fähigkeiten eine dieser Inseln erreiche und dort dann tatsächlich was Bedeutsames vorfinde. Mit dem Untergrund verhält es sich ähnlich. Unter Hyrule erstreckt sich eine riesige, verborgene Welt, die fast schon urzeitlich und bedrohlich wirkt. Um euch einen Weg durch die Finsternis zu bahnen, braucht ihr Leuchtsamen und müsst große Lichtwurzeln aktivieren. Der Kontakt mit Miasma kann temporär eure maximale Lebenskraft senken, was die Spannung zusätzlich erhöht. Dennoch ist das keine nervige Mechanik, denn wiederherstellen lässt sich die Lebenskraft durch den Besuch einer Lichtwurzel, durch spezielle Nahrung oder indem ihr einfach an die Oberfläche zurückkehrt. Es kann durchaus sein, dass der Untergrund nicht jedem gefallen wird, denn dieser Bereich ist doch sehr weitläufig und wirkt teilweise etwas leer. Bei mir weckt dieses Areal aber meine Neugier und meinen Entdeckertrieb. Wenn ich mich ängstlich im Dunkeln nichts vorantaste und dann auf spezielle Feinde oder mysteriöse Sonau-Ruinen stoße, fühlt sich das einfach extrem belohnend an. Nun, Herr Trant, auch wenn Sie ein normaler und kein richtiger Zelda-Fan zu sein scheinen, interessiert uns dennoch Ihre Gesamteinschätzung. Wie bewerten Sie Tears of the Kingdom und was würden Sie den Leuten sagen, die es im Vorfeld abschätzig als Add-on bezeichnet haben? Nun, erstmal vielen Dank für diese Frage, Frau Kerkhoff. Und ich würde sagen, dass Tears of the Kingdom ein Meisterwerk ist und dass die Add-on-Vorwürfe ein dampfender, haltloser Haufen Bullshit sind. Um diese Aussage zu unterfüttern, muss ich mal auf Details pfeifen und stattdessen übers generelle Spielgefühl sprechen. Tears of the Kingdom ist nicht nur ein gigantisches Abenteuer, sondern auch ein Lehrstück für tadelloses Game Design. Es nimmt mich an die Hand, wenn es nötig ist, lässt mich dann aber mein eigenes Ding machen. Es lockt mich mit Geheimnissen und entlohnt mich angemessen, wenn ich sie lüfte. Es fordert mich mit gut ausbalancierten Herausforderungen, die mir einiges an Hirnschmalz und Geschick abverlangen, erzeugt dabei aber niemals Frust. Und es lässt mir nahezu unbegrenzte Freiheiten, sowohl kreative als auch räumliche. Letzteres finde ich auch technisch wahnsinnig beeindruckend. Klar wäre der Titel noch schöner in 4K und mit 60 FPS. Aber wenn ich bedenke, dass ich hier auf einem 6 Jahre alten Handheld eine attraktive, offene Welt bereisen darf, in der ich nahtlos aus 2-3 Kilometern Höhe zur Erde fliegen kann und dabei bis auf super seltene Ausnahmen die 30 Bilder pro Sekunde gehalten werden, dann klappt mir einfach die Kinnlade runter. Zumal das alles komplett fehlerfrei über den Screen flimmert. In meinen 40 Stunden kam mir nicht ein grafischer, physikalischer oder sonst wie gearteter Bug unter. Was in Zeiten, in denen wir von fehlerhaften Games überschwemmt werden, ein extra Applaus wert ist. Handfeste Kritikpunkte habe ich kaum. Müsste ich etwas nennen, wäre es die überladene Steuerung. Die macht einem nämlich auch nach mehreren Spielstunden immer noch einen Knoten ins Hirn. Allerdings fallen mir auch kaum Ideen ein, wie man die Fülle an Funktionen besser hätte arrangieren können. Und um noch was zu den Internetvorwürfen zu sagen, Tears of the Kingdom sei ja nur eine große Erweiterung. Ja, Hyrule ist zwar von der geografischen Aufteilung noch dieselbe Welt wie in Breath of the Wild, aber das war's dann auch. Dörfer, Tempel, Rätsel, Fähigkeiten, Items, Story, dazu noch Himmel und Untergrund, das alles ist weitgehend neu oder verändert. Deswegen Schnauze. Also meine Damen und Herren, ich bin mir sicher, dass auch Sie großen Spaß haben werden mit diesem Spiel. Wo ist denn Kuro? Leute, der Download ist fertig! Es ist endlich da! Moin Moin und Hallo auch von mir. Herzlich willkommen zu den News.
und die beginnen dieses Mal mit einer der rauen Seiten der Videospielindustrie. Wie das Magazin GamesIndustry.biz berichtet, steht das ehemals unter dem Namen Koch Media bekannte Medienunternehmen PlayOn vor tiefgreifenden Umstrukturierungen. Gehörten bislang bekannte Namen wie Deep Silver, Prime Matter und Ravenscourt zum Portfolio des Unternehmens, sollen diese dem Bericht zufolge in Zukunft wegfallen und die Projekte schlicht unter dem Firmennamen PlayOn veröffentlicht werden. Aus internen Kreisen soll das Magazin weiterhin erfahren haben, dass ein Ziel der Umstrukturierung darin liege, weniger Spiele mit höherer Qualität zu produzieren. In einer Stellungnahme gegenüber dem Magazin gab das Unternehmen an, dass es sich bei den Umstrukturierungen um keine unverzügliche Maßnahme handele, sondern um einen Prozess, der bis zu 12 Monate andauern könne. Auswirken sollen sich die Maßnahmen auf ungefähr 5 bis 6 Arbeitsplätze. Auch beim französischen Entwickler und Publisher Ubisoft stehen Umstrukturierungsmaßnahmen an, die sogar bis zu 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den USA und dem Vereinigten Königreich treffen können. Einige Personen seien bereits ohne Vorwarnung von diesen Maßnahmen betroffen. Das war jetzt schon eine ganze Menge an Infos, aber wir können natürlich noch mehr auf die Tube drücken. Und ihr wisst ja, was das heißt. Ticker-Time! Glückwunsch! Die Gewinner des Deutschen Computerspielpreises wurden bekannt gegeben. Während sich die Berliner Crew von Paintbucket Games den Preis für das beste Studio sichern konnte, wurde Chained Echoes zum besten deutschen Spiel gekürt. Alle Gewinner findet ihr auf den offiziellen Kanälen des Preises. Team Up! Der Publisher Private Division hat die Zusammenarbeit mit dem vor allem durch die Pokémon-Spiele bekannten Studio Game Freak bekannt gegeben. Aktuell werde an einem Action-Adventure mit dem Projektnamen Project Bloom gearbeitet. Der Release ist für das Geschäftsjahr 2026 geplant. Traurige Gewissheit. Das Entwined und Concrete Genie Studio Pixel Opus wird seine Pforten zum 2. Juni schließen. Einem Sony-Statement gegenüber dem Magazin IGN lässt sich entnehmen, dass es sich um eine wirtschaftliche Entscheidung handelt. Infos im Anflug? Gerüchten zufolge soll die nächste State of Play bereits Ende Mai stattfinden. Schenkt man weiteren Spekulationen Glauben, wird nicht nur Spider-Man 2, sondern auch ein Remake von Metal Gear Solid 3 Snake Eater und etwas Neues aus dem Castlevania-Universum thematisiert. Fratzengeballer! Über den offiziellen Twitter-Kanal haben Warner Bros. Einen neuen Teil der Mortal Kombat-Reihe angeteasert. Zu sehen ist eine Uhr, die direkt von 12 auf 1 springt, was auf einen Reboot hindeutet. Katsching! In einem Geschäftsbericht gab Electronic Arts an, dass FIFA 23 die Gesamtverkaufszahlen seines Vorgängers in nur 6 Monaten übertroffen hat. Aufgrund verschiedener Lizenz- und Geldstreitigkeiten geht EAs Fußballreihe ab diesem Jahr unter dem Namen EA Sports FC an den Start. Katsching, die zweite! Warner Bros. Spricht im Fall Hogwarts Legacy vom bisher größten Release der hauseigenen Games-Abteilung. Über 1 Milliarde Dollar soll das Spiel im Harry Potter-Universum seit seinem Release am 7. Februar eingespielt haben. Jetzt aber wirklich! Wie der Publisher Prime Matter bestätigt, hat das Remake zum Shooter-Klassiker System Shock den Goldstatus erreicht. Damit ist die Entwicklung rund 8 Jahre nach der ursprünglichen Ankündigung abgeschlossen und dem Release am 30. Mai dürfte nichts mehr im Wege stehen. Gruselnachschub? Eine Stellenanzeige heizt aktuell die Spekulation um die Little Nightmares-Reihe an. Ob sich wirklich ein neuer Teil in der Entwicklung befindet oder ob uns doch etwas anderes erwartet, kann aktuell aber nicht mit Sicherheit gesagt werden. Gruselszenen. Frictional Games haben 10 Minuten neues Gameplay aus Amnesia The Bunker veröffentlicht. Am 23. Mai soll das neue Horrorspiel der Soma-Macher erscheinen. Dauert noch. Wie sich einem EA-Geschäftsbericht entnehmen lässt, wird Dragon Age Dreadwolf nicht mehr in diesem Geschäftsjahr erscheinen. Damit wäre ein Release frühestens ab April 2024 möglich. Dauert wohl auch noch. Via Twitter kündigte Matthew Griffin vom Entwicklerstudio Team Cherry an, dass Hollow Knight Silksong nicht wie geplant im ersten Halbjahr dieses Jahres erscheinen wird. Einen neuen Termin gibt es noch nicht, weitere Details sollen folgen. Falls ihr mehr zu den Gründen erfahren wollt, warum Spiele verschoben werden, dann könnt ihr mal das entsprechende Press Select auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Und damit bin ich raus. Aber nicht wie ein rezessives Allel, wie Esther letzte Woche behauptet hat, denn Professor Julian Ehr hat in den Comments geschrieben: Nur weil ein Allel rezessiv ist, heißt es nicht, dass es automatisch raus ist. Besitzt der Partner ebenfalls einmal dieses rezessive Allel, so besteht eine 25%ige Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachkomme der F1-Generation dieses rezessive Allel ausbildet. Zumindest wenn die Parentalgeneration beide ein dominantes und ein rezessives Allel besitzen. Vielen Dank, Julian, für die Aufklärung. Tschüss, euer Krogi. Wer den ersten Teil von Darkest Dungeon kennt, weiß, dieses Roguelike treibt einen mit ziemlicher Sicherheit an den Rand der Verzweiflung. Und laut Esther, beziehungsweise dem, was noch von ihr übrig ist, gilt das auch für den zweiten Teil. Ja, seit 2021 ist der Nachfolger in der Early Access Phase, aber im Gegensatz zur Fachpresse war der erste Eindruck der Community eher, naja, wie sagt man es am besten? Hart beschissen. Danke.
Nach über einem Jahr soll sich aber viel getan haben. Was genau? Das verrät euch nämlich Esther, denn die durfte... Musste. ...reinzocken. Alles okay? Frag nicht. Okay. In Darkest Dungeon 2 schickt ihr endlich wieder eine Truppe aus Heldinnen und Helden in den Kampf gegen das Böse. Zumindest wenn sie sich nicht gerade gegenseitig in den Rücken fallen, einen Nervenzusammenbruch bekommen, die Kutsche den Geist aufgibt, alle eins auf die Fresse kriegen oder von einem Seeungeheuer in die Tiefe gezogen werden. Darkest Dungeon 2 ist einfach richtig masochistisch. Klingt also so wie der erste Teil? Naja, nicht ganz, denn der lang erwartete Nachfolger macht so einiges anders. Zum Beispiel findet der Großteil des Spiels in dieser klapprigen Kutsche statt, mit der ihr verschiedene Gebiete erkundet, wenn ihr denn überhaupt über das erste hinauskommt. Nicht umsonst dient die Kutsche zusätzlich als Sarg auf Rädern. Deren Licht solltet ihr übrigens immer am Lodern halten, da die gegnerischen Horden sonst im Vorteil sind. Die Ressourcen dafür sammelt ihr unterwegs, zum Beispiel bei Hilfesuchenden. Wo ihr auf eurer Reise haltet, solltet ihr aber je nach benötigten Ressourcen oder individueller Heldenziele gut planen. Trotzdem kann es dazu kommen, dass euch eure Truppe einen Strich durch die Rechnung macht, denn oft sagen die auch mal, wo sie lang wollen. Ignoriert ihr das, gibt's Stress. Und glaubt uns, den wollt ihr nicht. Mildern könnt ihr den zum Beispiel durch bestimmte Fähigkeiten oder in Gasthöfen. Ein Hub-Areal wie das Dorf im ersten Teil gibt's leider nicht mehr. Das finden wir ziemlich schade, denn das war unserer Meinung nach eine willkommene Abwechslung und hat mehr dieses Pause-Gefühl versprüht als der kleine Gasthof. Naja, immerhin könnt ihr da aber eure Kutsche reparieren, Fähigkeiten upgraden und die Beziehungen innerhalb eures Trupps verbessern. Letzteres dürft ihr dabei auf keinen Fall vernachlässigen, denn je nachdem, ob die sich mögen oder nicht, kann es zu positiven oder negativen Auswirkungen in den Kämpfen kommen. Hassen sich alle untereinander, könnt ihr euch eigentlich schon von eurem Run verabschieden. Trotzdem bringen die Beziehungen unserer Meinung nach einen interessanten Faktor ins Spiel, der aber durch das ganze Highschool-Drama im Kampf auch schon mal nervt. Eine hohe Frusttoleranz solltet ihr aber eh haben, denn Darkest Dungeon 2 will euch leiden sehen. Beißt eure Truppe ins Gras oder entscheidet ihr euch dafür, an einem Gasthof den Run mittendrin abzubrechen, beginnt ihr zwar von vorne, heimst dafür aber für verschiedene kleine Errungenschaften Kerzen bzw. Hoffnung ein. Mit denen schaltet ihr dann wiederum permanente Verbesserungen für euren nächsten Run oder neue Charaktere frei, die ihr entweder direkt auf die Reise schicken oder nach dem Tod eines Gruppenmitglieds rekrutieren könnt. Hat aber jemand erstmal einen Termin beim Sensenmann und stehen euch keine weiteren Charaktere zur Verfügung, habt ihr ein ernsthaftes Problem. Beispielsweise, wenn kein Tank mehr da ist, der den Großteil des Schadens schlucken kann. Solche Situationen können euch schnell den Run kosten, weshalb es wichtig ist, dass ihr eure Truppe so gut es geht eurem Spielstil anpasst. Dafür könnt ihr während eines Runs zum Beispiel an Heldenschreien neue Fähigkeiten erlernen oder durch freischaltbare Pfade den Kampfstil grundlegend ändern. Denn wie wir bereits sagten, Darkest Dungeon 2 verteilt ziemlich harte Schellen. Zusätzlich gibt es noch die Stressmechanik, die sich stark auf die rundenbasierten Kämpfe auswirkt. Wenn auch manchmal ein bisschen unberechenbar. Ein Beispiel. Der Dude ist schon ordentlich gestresst. Und da sich das Trommelskelett am Ende dazu entscheidet, sich selbst ins Jenseits zu befördern, sacken alle einfach mal noch ein bisschen Stress ein. Der Kampf ist zwar gewonnen, aber Mr. Perfect bekommt einen Nervenzusammenbruch, weil er nicht selbst den Todesstoß landen konnte. Jetzt können ihn alle weniger leiden und Lebensenergie bekommt er auch noch abgezogen. Toll, das sollte auf jeden Fall nicht nochmal passieren. Spoiler, in den meisten Fällen wird es das aber. Ab und an kann es aber auch völlig random positive Effekte geben. Weil das alles etwas undurchsichtig ist, solltet ihr versuchen, den Stress möglichst gering zu halten. Die Mechanik hat schon im ersten Teil für zusätzliche Spannung gesorgt, genauso wie im zweiten. Auch wenn wir selbst manchmal aus Stress fast ernste Konsequenzen gezogen hätten. Obwohl... Ach komm, eine Runde geht noch. Denn trotz aller Strapazen hatten wir großen Spaß. Die gehören zu einem extra schweren Roguelike nun mal einfach dazu. Der Stressfaktor und die Beziehungen könnten zwar ein wenig transparenter sein, bringen aber zusätzlich taktische Komponenten ins Spiel. Klar, Fans, die sich auf einen 1:1-Nachfolger des ersten Teils gefreut haben, werden leider enttäuscht. Aber erwartet ihr einfach nur ein Spiel, das euch spaßig leiden lässt, seid ihr an genau der richtigen Adresse. Sag mal, Eddie, kennst du schon das Lied über die Tragödie von Redfall? Nee, sing mal. Einst erschien ein Spiel namens Redfall. Okay, wie geht's weiter? Gar nicht, das ist die Tragödie. Okay.
Xbox hat gerade keinen guten Lauf. Die aktuellen Hardware-Verkaufszahlen schwinden, der Kauf von Activision Blizzard gerät mehr und mehr ins Straucheln und dann erscheint auch noch Redfall. Moment, der Release von einem quasi-Exklusivtitel ist etwas Negatives? Leider ja. Oh nein! I can do this forever! Aber lasst uns von vorn anfangen. Die Arkane Studios sind eigentlich für von der Kritik gefeierte Spiele bekannt. Dishonored, Prey, Deathloop, alle wurden sie mit Bestnoten ausgezeichnet und haben viel Fanliebe kassiert. Da ist es nicht verwunderlich, dass ihr nächstes Spiel, eine komplett neue Marke, bei Ankündigung ebenso gut aufgenommen wurde. Redfall. Klingt aber ja grundsätzlich auch gut. Ein Multiplayer-Loot-Shooter, der aber auch vorzüglich solo gespielt werden kann und bei dem Vampire zu Aschehäufchen vaporisiert werden sollen. Ach, und eine Open World gibt's auch noch, wenn das für euch ein Verkaufsargument ist. Aber der aufgespachtelte Lack bröckelt schon innerhalb der ersten Spielminuten, wie ein Vampir, den man zu lange im Sonnenlicht stehen lässt. Erinnert ihr euch noch an die ersten Trailer zum Spiel? Ja? Dann vergesst sie. Von filmischer Inszenierung ist beim Endprodukt nicht mehr viel zu sehen. Statt schicker Sequenzen gibt es magere Standbilder und auch das restliche Spiel punktet nicht gerade mit erzählerischer Raffinesse. Sag Tschüss, Joe. Tschüss, Joe. Was? Auf und um die fiktive Insel Redfall herum ist irgendwie und irgendwo die Vampirseuche ausgebrochen und ihr seid mittendrin. Mehr braucht ihr nicht zu wissen und mehr ist ehrlich gesagt auch nicht wirklich interessant. Ihr trefft zwar auf Charaktere, deren Schicksale euch ein Gefühl für die Katastrophe vermitteln wollen, die wirken dabei aber nicht wesentlich lebendiger als die untoten Blutsauger auf den Straßen. Arcane-typisch liegen auch hier überall Schriftstücke herum, die euch mehr zur Welt erzählen wollen, aber davon gibt es so unglaublich viele und so viele unglaublich belanglose, dass wir sie irgendwann wie Altpapier links liegen gelassen haben. Falls ihr jetzt zumindest noch die Hoffnung auf eine spielerisch sinnvolle und interessante Open World hattet. Ja, auch abseits der Geschichte hat die kaum was zu bieten. Die Nebenaufgaben sind klassische Stangenware, bei der ihr belanglosen Kram auf Repeat erledigt. Zu entdecken gibt es kaum etwas von Bedeutung und die meiste Zeit über ist es hier einfach sehr leer und langweilig. Und auf die Gefahr hin, dass unsere Review wie ein fortwährender Abwärtstrend wirkt, was es zu Recht tut, auch grafisch macht Redfall wenig besser. Zwar besitzt die Insel schon ein paar schöne Fleckchen, wenn man denn den Arcane-typischen Artstyle mag, aber ansonsten ist vom Gegner bis zum Leveldesign alles höchst unspektakulär. Irgendwie hatten wir immer das Gefühl, jedes Gebiet schon wieder vergessen zu haben, als wir aus der nächsten Tür raus sind. Garniert wird dieser Eindruck von einem nie enden wollenden Schwall an technischen Problemen. Bugs, Bugs, Bugs. Texturen, die wirklich ewig nachladen. Und dann und wann einknickende Frameraten. Nur auf der Xbox läuft Redfall vergleichsweise stabil. Da aber eben auch nur mit schmierigen 30 Bildern pro Sekunde. Die einst versprochenen 60 wurden ja vor Release einfach überklebt. Chef? Ja? Mitarbeiter? Die KI ist ja noch ziemlich dumm und der Launch ist ja schon morgen. Das lösen wir einfach wie immer. Sekunde, KI. Chef, also eine Sache gäbe es ja leider noch. Ich glaube, jetzt haben wir es. So können wir es rausbringen. Und Sie sollen das als Erster sehen. Ah ja. Ja. Halten Sie noch mal ganz kurz. Für den Fall, ich habe hier, glaube ich, da ist er ja. Wunderbar. Ich glaube, so wird doch vielleicht ein Schuh raus, oder? Gut, aber bei einem Loot-Shooter, der von Arcane kommt, wird doch wohl das Gameplay passen, oder?
Das Fundament ist auf jeden Fall vorhanden. Die vier wählbaren Charaktere haben unterschiedliche und schön extravagante Fähigkeiten. Scharfschütze Jacob kann seinen Spektralraben aussenden, um Gegner auszuspähen. Divinder kann sich Dishonored-artig teleportieren. Und Layla katapultiert sich mit Psy-Kräften in die Lüfte oder ruft ihren vampirischen Ex-Lover zur Unterstützung herbei. Wo aber Titel wie Deathloop ihre spannenden Fähigkeiten in einer Spielfigur vereinen und damit eine große Spielwiese bieten, werden die interessanten Möglichkeiten in Redfall eben aufgeteilt. Wer also ähnlich raffinierte Immersive-Sim-Ansätze wie die der anderen Arcane-Titel erwartet, wird schnell enttäuscht. Ja, es werden unterschiedliche Möglichkeiten geboten, Areale in Angriff zu nehmen. Aber egal, ob jetzt auf normalem Wege, über Dächer oder schleichend, irgendwann ist geschrote Pflicht. Das merkt man schon daran, dass Stealth wie eine nachträglich drüber gestülpte Option wirkt. Gegner klammheimlich hinterrücks ausschalten? Nicht in Redfall. Wo ihr dabei hinschlagt, ist übrigens vollkommen egal. Endlich wieder Frühling. Und auch wer die Umgebung auf kluge Art einbinden will, hat dazu kaum Gelegenheit. Bis auf du schießt auf Dinge und Dinge machen bumm, gibt es wenig spannende Möglichkeiten. Ach ja, wir sind uns übrigens ziemlich sicher, dass Autos nicht explodieren, wenn man Löcher in deren Fenster schießt. Aber das nur am Rande. Zumindest ist das Waffenarsenal aber durchaus einfallsreich. Klar gibt es die üblichen Verdächtigen, aber eben auch so andersartige Dinge wie Pflockwerfer und UV-Laser. Die zeigen auch gleich, dass nicht alle Gegner auf die gleiche Art und Weise aus dem Leben geholzt werden wollen. Vampire schlucken nämlich erst eine ganze Menge Blei, bis ihr sie geschwächt pfählen könnt. Schneller kommt ihr bei denen aber mit genannten Sonderwaffen weiter. Nur leider gibt es von den beiden Varianten an Schießbudenfiguren, Kultisten mit Waffen und Vampiren, kaum interessante Alternativen, weshalb die Abwechslung beim Schroten schnell leidet. Weil sich Redfall vorgenommen hat, ein Loot-Shooter zu sein, gibt es natürlich unterschiedliche Güteklassen bei den Schießprügeln, zu erkennen an den verschiedenen Farben. Aber auch das wirkt wie nachträglich draufgepinselt. Abgesehen von Schadenswerten und kleinen Status-Perks unterscheiden sich die nämlich kaum voneinander. Einem Vergleich mit beispielsweise Borderlands ausgefallenem Waffenarsenal steht Redfall also nicht mal in Ansätzen stand. Was auch in Sachen Idiotentest für die KI gilt. Die ist, wenn sie nicht gerade komplett streikt, ziemlich eindimensional. Die gefährlichen Angriffe der Vampire sind plötzlich gar nicht mehr gefährlich, wenn ihr ihnen einfach durch leicht nach links gehen ausweichen könnt. Oder sie sich lieber Hindernissen im Weg statt euch widmen. Und glaubt uns, das kratzt in Sachen Dummheit nur an der traurigen Oberfläche. Da das Missionsdesign selten klassische Killaufgaben oder das Einsammeln von Dingen übersteigt, gibt es leider auch in der Hinsicht wenig Potenzial auf Wiedergutmachung. Heilige Scheiße. Alles wirkt irgendwie uninspiriert und 0815. Etwas, das man den sonstigen Arcane-Spielen nur schwer vorwerfen konnte. Die letzte Möglichkeit, die vielen Kritikpunkte zumindest etwas abzuschwächen, ist die vielbeworbene Koop-Option. Die hat grundsätzlich Potenzial, jedoch auch dabei gibt es viele Aber-Sätze. Zum Beispiel: Aber nur der Host erhält den Story-Fortschritt, alle anderen lediglich Erfahrungspunkte und Loot. Ein bisschen demotivierend. Aber Koop funktioniert ausschließlich gezielt mit Freunden. Aber nahtlos rein- und rausspringen ist auch nicht. Jede Koop-Session muss brav im Hauptquartier gestartet werden. Aber selbst wenn man die anderen Abers akzeptiert, bieten die Fähigkeiten der Charaktere kaum Potenzial für kluge Synergien, was bedeutet, dass auch hier stumpfes und ziemlich schnödes Ballern oberste Priorität hat. So, und abschließend noch ein deutliches und wahrscheinlich wenig überraschendes Fazit. Nichts an diesem Spiel ist auch nur entfernt den eingeforderten Vollpreis wert. Dieser Loot-Shooter ist überraschend seelenlos und schafft es nicht, auf den Stärken der restlichen Arcane-Spiele aufzubauen. Klar könnt ihr im Game Pass mal reinspielen, wenn ihr den eh abonniert habt, aber ansonsten solltet ihr euch vor Redfall hüten, wie ein Vampir vor einer frischen Knoblauchknolle. C, D, E, F, G, A, H, C. Ja. Die Pause war genau richtig. Ja, ich hab mir die Kamera geguckt. Wiederschauen. Hang on. Hang on.